Hallo zusammen. Ja, bisschen ungewöhnlich heute. Nicht in meiner Kirche, nein, in der schönen Natur. Aber keine Angst, es geht auch in Zukunft mit Kochen weiter. Aber jetzt, wo die Natur so schön ist, wo alles so blüht und wo die Natur so voller Wildkräuter und Wildblumen ist, werde ich ab und zu auch mal rausgehen und so ein kleines Wildkräuterchen holen, um es dann in der Küche zu einem schönen, leckeren Gericht zu verarbeiten. Es wird auch gar nichts Schwieriges werden. Nur ganz einfache Wildkräuter, die fast jeder kennt und die auch vom Geschmack her noch gut verträglich und angenehm zum Essen sind. Ich will auch keine wissenschaftlichen Vorträge über Wildkräuter halten. Das kann ich gar nicht. Das habe ich nicht gelernt, nicht studiert. Ich habe mir nur ein Wissen angeeignet von ungefähr 10 Jahren und das möchte ich gerne an euch weitergeben. Es gibt dann nur ganz allgemeine Hinweise auf die Wildkräuter in Bezug auf Art, Erkennungsmerkmalen, Wirkung auf unseren Körper und eben letztendlich die Verarbeitung in der Küche. Wer aber Interesse hat, in die ganze Materie Wildkräuter und Wildblumen einzutauchen, der findet hier auf dem YouTube-Kanal ganz viele tolle Kanäle von Menschen, die das wirklich studiert haben, die es gelernt haben, die es praktizieren. Ich denke da zum Beispiel an den Kanal Pflanzenvielfalt mit dem Ronald. Dann denke ich an den Kanal Timo G., ein ganz junger Mann, und der hat es studiert, der ist sogar irgendwelcher Pflanzenwissenschaftler oder sowas, der macht es ganz toll. Und dann gibt es noch den Kanal Buschfunk ist an, auch ein junger Mann, der das auch gelernt hat. Dann gibt es noch den Kanal TV Hoop, glaube ich, heißt der, kleine Kräuterkunde mit Ruth Pfennighaus. Und nicht zu vergessen, den Pflanzenpapst, den Wolf-Dieter Stoll, der kommuniziert nicht nur und der macht nicht nur Vorträge, er lebt Pflanzen. Ja, so viel zu den anderen großen, guten Kanälen über Wildpflanzen, wo ich nur ein ganz kleines Pflänzchen bin. Und ist das nicht schön? Die Natur vor unserer Haustür. Sie ist Apotheke und Gemüseabteilung zugleich und sogar kostenlos. Wir müssen es nur sehen, verstehen und nutzen. Und aus diesem Grund werden wir jetzt öfters Rezepte in meinen Kochkanal mit einfügen, wo es wirklich um die reine Natur geht, um die Wildpflanzen, die wir dann zur Verarbeitung in unsere Küche bringen. Und ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr die Naturküche gleich zu eröffnen mit dem Löwenzahn. Es gibt am Freitag, wie immer Freitag, einen Film über Löwenzahn-Sirup und Löwenzahn-Gelee. Lasst euch überraschen, bleibt dabei und geht ab und zu mal in die Natur. Sie ist so schön.